Mal als Vollbild. So. Oh, mein Hals ist so trocken. Ich würde sagen, wir gucken mal unsere Vorräte nach. Wir haben Sand, können wir nicht gebrauchen zum Hochbauen, das ist scheiße. 37 Erde, 36 Holz, 8 Cobblestone. Wobei, Holz möchte ich nicht verbraten. Alles klar. So, 2 Stück Schieß. Und das Ding da drauf. Das Eisen. Oh mein Gott, wie kommen wir nur auf die scheiß Idee, uns ein Eisending zu bauen? Ich heb jetzt einfach hier den Boden aus, denn wir brauchen Erde zum Hochbauen. Und du, Schaf, gehst bitte aus dem Weg. Sonst landest du nur irgendwann da unten im Nichts. Und da ist die Eisenspitzhacke kaputt. So. Sehr, sehr spannend hier. Wie wir das Erdgewimmel abbauen. Wie wir Erde abbauen. Sagen wir es so einfach, ne? Die Schäfchen. Die Schweine. Die Pilzkuh. Alles sind wohl auf. Aber nicht mehr lange. Nee, Spaß. So, ich grab noch diese Ebene hier ab und dann versuchen wir hochzubauen. Wir haben einen Minengang angeschlossen. Vielleicht graben wir ja jetzt auch hier ein Fossil oder sagen wir einen Diamanten aus. Im Ernst, ich hab's nicht gewusst. Ich hab's wirklich nicht gewusst. War das ein geiler Zufall? Sowas nenne ich einen geilen Zufall, ey, ne? Ich hab's euch gesagt, ey. Eisen. Nice. Ich hoffe, das geht. Ich geht's nicht, ey. Scheiße. Egal, bauen wir schnell das hier ab. Nice! Jetzt können wir auch diese automatische Dingsfarm bauen. Noch nicht. So, ich baue hier schnell mit der Holzspitzhacke, baue schon einen Weg darunter. Und dann machen wir den hier ganz feierlich. Sacken wir es ein. Ich könnte wetten, da drunter ist ein Diamant. Nee, hätte mich auch gewundert. Und die Frames droppen. Wir bauen das und das und das. Glaube ich zumindest. Dann machen wir uns hier noch schnell einen Platz. Scheiße. Oh yeah. Noch eine weitere Aufgabe ist gleich fertig. Das Schlimmste werden, glaube ich, auch die Bookcases. Das kann wirklich noch lange dauern, bis das Sugarzeug fertig ist. So, komm, das muss an Platz eigentlich reichen, oder? Ja, los. Die Kakteen stellen wir in einer Reihenfolge auf. Dann nehmen wir uns das Zeugs hier. Komm, das muss schön aussehen. Muss gerade überlegen, wie schön es aussieht. Oh. Ja, so sieht es am schönsten aus. Ach komm, so schön muss es doch nicht aussehen, oder? So, machen wir den und den. Und dann. Kann man sie, Entschuldigung. Der Redstone. Der rote Stein, ne? So, war das nicht so irgendwie? Ich arbeite selten mit Redstone. Deshalb habe ich auch nur den Klotz hier bauen können. Der kommt dann natürlich weg, ne? Wenn wir hier schon was haben. Oh, aufpassen.
So, ne? Hab euch versprochen, dass ich ihn wegnehme. Den Hebel und zack. Funktioniert einwandfrei. So muss das Zeug wachsen. Gut. Dann haben wir das jetzt auch. Können wir abschließen? So, das vergrößere ich mal auch. Wo haben wir's? Wo haben wir's? Wo haben wir's? Ich find's wirklich nicht, ey. ETF? Bin ich blöd? Ah, hier. So. Das ist dann soweit fertig. Ich speichere noch kurz zwischen. Zwischenspeichern. Da ist ein Baum gewachsen. Nice. Hauen wir den noch kurz ab. Und dann geht's weiter Richtung nach oben. So, so ungefähr muss es funktionieren. Ja, ungefähr genau hier hoch. Oh Gott, ich hoffe so stark, dass wir nicht runterfallen. Bei meinem Glück fallen wir wahrscheinlich sowieso runter. Boah, mein... mein Herz geht hier ab wie eine Sau. Oh, ich habe so viel wertvolles Zeugs dabei. Ich glaube, es wäre eine geile Idee, das vorher abzulegen. Hoppla. Ich glaube, ich lege alles ab. Bis auf den Dirt. Und den Kabel. Ja, komm, das Zeug kann mit uns in den Tod gehen. Wenn es denn sein muss. Das wollte ich gar nicht. Los geht's! Nachdem wir den Baum hier abgebaut haben. Mit bloßen Händen. Denn wir haben ja gerade unsere Axt abgelegt. Und bald ist es wieder soweit. Bald können wir natürlich wieder Trouble in Mineville spielen, wenn ihr das unbedingt wollt. Ihr habt euch ja in den Kommentaren schon gefreut, ne? Yeah, yay, gleich geht's wieder weiter mit Trouble in Mineville. Hätte nicht gedacht, dass das sogar bei euch ankommt. Wobei, von klickstechnisch her, war das hier, also Forever Alone, eigentlich auch ziemlich geil, ne? So, höchste Konzentration hier. Deshalb entschuldigt es, wenn ich nicht so wunderlich viel rede. Aber wir haben es ja schon bald geschafft. Ich denke, hier auf der Treppe dürften im Prinzip auch keine Mobs spawnen. Also kann uns eigentlich nichts überraschen, denke ich. Außer vielleicht, wenn unten ein Skelett spawnt, uns erfasst und uns abschießt. Das könnte natürlich passieren, was ich natürlich auch nicht hoffe. Und ich hoffe natürlich, die Pilzkuh kommt nicht hoch. Ja, aber unsere Welt sieht von hier oben eigentlich schon ziemlich geil aus. Muss man ja schon sagen, ne? Ups, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Eieiei. Das bauen wir ab. Okay. Durch das ganze Hüpfen, wie man an meiner Essensanzeige sieht, verliere ich auch viel Essen. Sobald wir lebendig unten sind, bitten wir die Bertha um noch ein bisschen was an Essen. Gleich haben wir es geschafft. Oh, la, la. Ich sehe eine Ender Chest, glaube ich. Da wird bestimmt was Schönes drin sein. Hoffentlich 15 Bookcases und 4 ungenutzte Diamanten. Das wäre schön. So. Und es sieht sogar wirklich so aus, als könnten wir es nur mit den paar Sachen hier packen. So. Hier kann ich mich, glaube ich, auf der Ebene rüberbauen. Müsste eigentlich klappen. Oh Mann, Alter. Mich würde es nicht wundern, wenn gleich meine Shift-Taste kaputt ist, ey. Ich hau da richtig rein. Wie in so ein... Wie ein Metzger in so eine Wurst, ne? So richtig fett hau ich mit dem... Beil rein. Nur nicht mit... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Hau ab! Hau ab!
So viel zum Thema Monster spawnen nicht. Stirb. Bitte stirb. Mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Schwert kommt mit. Steine. Bogen haben wir keinen, verdammt. Die Lava ist ganz wichtig. Zuerst noch essen. Snacken. Die Pilzkuh lebt natürlich immer noch. Nix kann der Pilzkuh trotzen. Noch eine Mushroom Stew. Wir haben fein gespeist, meine Damen. Und Herren natürlich auch. Und jetzt geht's auf in den Kampf. Die Ein-Mann-Armee. Dam 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 dam. Yeah. Angriff. Stirb. So. Jetzt einfach da hoch. Wir werden das schaffen. Wir werden das sowas von schaffen. Beinahe wäre ich runtergefallen. Bitte schieß mir keinen Skeletten in den Rücken. Natürlich schieß mir einen Skeletten in den Rücken. Ich will zu sterben. Natürlich will ich zu sterben. Wir werden sterben. Das schaffen wir nicht. Bestimmt nicht. Ich stürme jetzt einfach hin, ey. In der Third-Person-Ansicht. Nicht. Fall doch runter! Boah, Alter, hört sich der Psycho an. Da war doch irgendwas nicht in die Augen gucken, oder? Fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, ich überlege gerade, ob ich einfach die Aufnahme beende und irgendwann anders weitermache. Ich bin voll deprimiert gerade. Ja, und so ist es auch. Hui. Au. Hui. Au. Ab ins Haus, da logge ich mich aus und dann geht's weiter. Am besten hier so mit Blick auf das Ganze, dass ich auch beim nächsten Mal weiß, was abgeht. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Bis dann, ich bin der Channel. Bis dann, ich bin der Lukas. Ciao, einfach nur, ne? Bis zur nächsten Folge.